So, der SAT ist eigentlich soweit fertig. Das hat unser Dominik schön gemacht. Bin ich auf jeden Fall der Meinung. Jetzt geht es weiter mit Inbetriebnahme des Fahrzeugs. Die Software bzw. die Firmware wird aufgespielt. Dann überprüfen wir die Parameter schon mal in der Software, soweit alle. Und dann können wir tanken fahren. Tanken fahren wir tanken, genau. Und dann stellen wir schon mal alles vor ein und dann machen wir gemeinsam schön die Einstellfahrt. Na? Bis gut. Gleich. So, der erste Start nach dem Umbau. Jawohl, 6,4 Liter V8 Power. So, dann gehen wir mal nach vorne. Prinz-Diagnose-Tool ist jetzt gerade dabei, die Verbindung aufzubauen. Genau, geht aber derzeit nicht, weil wir keine Software drauf haben. Wir müssen jetzt erstmal drauf spielen. Dann müssen wir laden, speichern. Firmware. Und dann müssen wir uns Firmware das Tanken machen. Moment, das müssen wir wegmachen. Datei auswählen. Was machen wir? So, sind wir natürlich auch die neueste Firmware. Öffnen. Jetzt fängt er an, da aufzuspielen. Ob alle Schläuche dicht sind, sprich Wasser. Firmware lädt immer noch. Was für ein schöner Motor. Wirklich ein Gedicht. So, haben wir das mal fertig hier? Machen wir ruhig weiter. Jetzt haben wir erstmal hier alles rausgespielt. Jetzt müssen wir die Anlage erstmal aktivieren, damit wir überhaupt irgendwelche Daten sehen können. So, haben wir auf Basis. So, jetzt haben wir alle Parameter. Zumindest ist kein Vierzylinder. Ne? Achtzylinder. Den Druck, den kannst du gleich auf 2,6 bar einstellen. Naja, gar nicht. Gar nicht. Das ist der Abschaltdruck. Den kannst du auf. Den Abschaltdruck machst du mal auf 2 bar ruhig. So, und unten den Abschaltdruck. Gas mit dem Leerlauf. Den machst du mal auf 2,5. Okay. Injektorauswahl, welchen Injektor wir verbaut haben. Das ist jetzt der KN09 82cc Violett. So, jetzt haben wir einen Drehzahl, haben wir die Drehung. Drehzahlsignal passt schon. Da brauchen wir nicht viel einstellen, das ist auch schon in Ordnung. Hubraum, das sind alles nur so Monitorparameter. Da können wir jetzt, was weiß ich, 6400 eingeben, meinetwegen. Fahrzeugmarke, kannst du auch Jeep eingeben. Das ist alles nicht wichtig, das ist einfach nur irgendwie zum schön aussehen. Das hat nichts, wirklich nichts zu sagen. Also von technischer Bewandtnis hat das nichts. Genau wie hier die KW-Zahl. Wir müssen jetzt einmal weiter reingehen. Ja. Müssen wir mal gucken, wir haben ja zwei Verdampfer und die Printanlage überwacht die ganzen Magnetventile nach Widerstandswerten. Wenn der Widerstandswert nicht passt, schaltet die Anlage sofort ab. Das passt natürlich jetzt nicht, weil wir zwei Magnetventile dran haben. Und das müssen wir jetzt einmal ändern, dass wir die Überwachungsfunktion abschalten. Jetzt gucken wir auf den Kopf, weiß ich nicht mehr ganz genau, was es ist.
viel Release. Können wir einfach mal spaßeshalber mal umschalten. Nee, da hat auch keiner, der hat nicht genug Kühlwasser. Oh, 70 Grad Kühlung. Ja, jetzt schalten wir den mal um ohne Gas im Tank und dann sollte er, wenn wir alles richtig gemacht haben, sollte er ausgehen, weil er die Benzindüsensignale abschaltet. 3, 2, 1. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Hat er das 20 Sekunden drauf? Ja, das kann sein, dass es einen kleinen Moment dauert. So, jetzt hat er das Magnetventil aufgeschaltet, glaube ich. Das ist so, wenn man das nicht... Regulator-Temperatur, Signal zu hoch. Verdampfer-Temperatur-Sensor, Signal ist zu hoch. Schwerwiegender Fehler. Okay. Probier mal. Wenn nicht, dann müssen wir mal gucken. Temperatursensor, irgendwas nicht richtig eingeschaltet. Das ist jetzt ein Präzedenzfall für einen Fehler, wenn man eine Anlage neu eingebaut hat. Der Temperatursensor vom Verdampfer scheint nicht richtig drauf zu sein. Das heißt also, wir haben nicht alles richtig gemacht. Wir schneiden das jetzt hier auch nicht raus, sondern das ist hier Alltag. So, jetzt ist der Fehler weg, weil Dominik den Stecker nicht richtig drauf hat. Und wenn wir jetzt auf den Knopf drücken, müsste er direkt ausgehen, weil er kein Gas im Tank hat. So, haben wir schon keine Kühlwasser drauf? Genau, jetzt haben wir nämlich nur 20 Grad Kühlwassertemperatur. Da ist noch Luft im System drin. Müssen wir tatsächlich noch mal ein bisschen warten. Ja, gib mal ein bisschen, mach mal erhöhtes Standgas so ein bisschen. Ja, gucken, wenn die Kühlwasseranbindung richtig ist, dann geht er hier gleich hoch. Jawohl. So, jetzt kommt die Temperatur hoch, 28. Bei 45 Grad schaltet er um und wie ich schon sagte, müsste er dann ausgehen. Bei 33, da ist noch ein bisschen Luft im Verdampfer, gib noch mal ein bisschen Gas, Dome. Ja, ist gut. Geht die Luft nach oben. So, jetzt schaltet er um und. Hat schon gepiept. Ach, hat drin schon gepiept, aber müsste ausgehen. Normal müsste er ausgehen. Moment. Moment. Die Prinz VSI. Was? Ja, die Prinz VSI 2.0, die ist so schnell, die merkt so schnell, dass er keinen Druck hat, hier, dass der Motor gar nicht mehr ausgeht. Bei der VSI 1 war es immer so, dass der Motor ausgegangen ist. Also, das ist jetzt kein Fehler, hier ist alles in Ordnung. Wir haben auch keinen Fehler drin. Wir sehen jetzt hier die ganzen Einspritzzeiten. Können wir von oben die Parameter nochmal anfangen. 700 Umdrehungen, 650 Millibar. Hier sind die Benzineinspritzzeiten, also 2,829 Millisekunden. Die Gaseinspritzzeiten kann man nicht bewerten, das sind 6,5 Millisekunden bei 1000 Millibar, also bei Atmosphärendruck. Das passt alles noch nichts. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt nur erstmal die Firmware aufgespielt. Also wir haben das Fahrzeug gestartet. Der läuft wunderbar auf 8 Zylindern. Wir haben die Firmware aufgespielt. Wir haben dem Gassteuergerät gesagt, was für ein Auto da dran hängt. Und jetzt können wir tanken fahren. Und dann geht es weiter. Und wir sehen uns dann gleich wieder bei dem ersten Mal auf Gas umschalten. Aber wirklich jetzt live, ohne irgendwas rauszuschneiden, ohne irgendwas anderes. Also wir sind auch nicht fehlerfrei. Dominik hat unten den Verdampferstecker nicht richtig drauf gehabt, deswegen wollte er nicht umschalten. Und er merkt natürlich, er hat einen Abschaltdruck von 2 Bar, den hatten wir ja eingestellt. Und er merkt natürlich, dass er nur einen Bar hat. Und dann schaltet die VSI 2.0, macht gar keinen Umschaltversuch. Bei der VSI 1, die war da noch träger, da konnte man machen, was man wollte. Die ist dann sofort der Motor ausgegangen. Das geht jetzt hier nicht, weil er es direkt gemerkt hat. Ne? Also wir sehen uns gleich wieder, wenn das Auto hier das erste Mal Gas in seinen fetten 6,4 Liter V8 Motor zugeführt kriegt. Dominik ist gerade von der Tankstelle gekommen mit dem schönen SRT. Jetzt im Hintergrund. Unser Micha hat den Motorkit für den anderen Jeep schon fertig. Könnt ihr auch mal eben gucken. Und dann geht es zu dem SRT, zu den ersten Kolbenschlägen mit Gas. Und absolut live. Und es wird nichts rausgeschnitten. Wir schmeißen ihn gleich auf Benzin an. Und dann schalten wir gemeinsam mit euch das erste Mal auf Gas. Und ich erkläre euch die Einstellung ein bisschen. Könnt ihr hier schon mal groß gucken. Hier ist diesmal keine Prinz drin. Hier ist eine KME drin. Genau, das ist eine KME-Nevo. Nur mal so ganz kurz, mal ganz schnell. Wollen euch jetzt nicht verwirren. Gehen wir mal rüber. Du, da, du, da, da. Moment.
Laptop anmachen. Warte. Ja. Oh, er schon 2,4 Bar. Bildschirm. So, dann wollen wir mal gucken, was hier passiert. So, so, jetzt geht das erste Mal aus, weil die Leitungen leer sind. Ja, Dome starte nochmal. Nicht beurteilen, ob er auf Gas läuft oder nicht. Moment. Jawohl, da war schon auf Gas. So. Schauen wir mal gucken. Drehzahlfaktor ist natürlich jetzt wild. Den stellen wir jetzt auch noch mal ein, dass die Drehzahl ein bisschen schöner aussieht. Ist bei der Prinz eigentlich nur zur Monitorfunktion. Hauptsache, es liegt überhaupt ein Drehzahlsignal an. So, wie war denn das jetzt hier? RPM-Signalhöhe. Okay, dann brauchen wir den Faktor. So, wo ist der Faktor? Ah, das können wir auch nachher machen. So, wollen wir erstmal jetzt, ich will euch erstmal kurz zeigen. Was hier so los ist. So, er läuft jetzt auf Benzin. Jetzt sind wir die Kamera dumm und dann kann ich... Halt mal ruhig hier in das Fenster. So, sind jetzt auf Benzin. Und jetzt gucken wir uns mal die Einspritzzeiten an. Wir haben jetzt 3 Millisekunden. Ja, die haben Leute zu Hause haben einen großen Bildschirm. 3 Millisekunden im Benzinbetrieb. Jetzt schalten wir mal um auf Gas. So, im Gasbetrieb werden die Einspritzzeiten... Oh, das ist fast, schon fast. Gehen wir mal auf Gemisch. Gehen wir mal auf Gemisch. Gucken uns mal hier die Verstärkungsfaktor an. Und den Offset. Das bedeutet, also wir stellen ihn jetzt nur grob ein, dass der erstmal im Standgas auf Gas gescheit passt. So, jetzt haben wir 2,7 Millisekunden im Gasbetrieb. Die blöde Klimaanlage, die uns immer die Einspritzzeiten wegschlummen lässt, die mache ich gleich jetzt mal aus. 2,7. So, und jetzt ist ein Benzinbetrieb. 2,8. So, wenn ich jetzt hierher gehen würde, und würde jetzt mal so 30% wegnehmen, oder 20, sagen wir mal 20, an Kraftstoff, dann müssten die jetzt eigentlich viel länger werden. Jawohl, jetzt werden sie schön lang. Man merkt jetzt hier, er ist jetzt zu mager, also er wird jetzt kurz mager. Er korrigiert das direkt in den Einspritzzeiten aus. Ne? Da sind so 150, die hier im Werkzeug drin waren, die ganze Drupperlein. Die waren schon nicht schlecht, die lassen wir jetzt erstmal stehen. Das ist wie gesagt nur ganz grob. Benzin haben wir 2,8, 2,9, 2,7, 2,8, 2,7. Gehen wir wieder im Gasbetrieb. Also das passt jetzt hier bei dem Auto 2,9. Also das ist minimal magerer auf Gas. Jetzt aber, dass der jetzt erstmal die Injektoren einläuft und so, reicht das erstmal. Sowas müssen wir jetzt machen, was wir bei einem normalen Auto nicht machen. Achso, wir sehen jetzt hier auch noch den Systemdruck. 2,2 Bar. Das reicht nicht aus. Wir müssen bei 150 RC-Injekt, weiß ich ganz genau, wir brauchen mehr. Also die KN09 in Violett mit 82 cc sind für das Auto relativ grenzwertig. Bei 500 PS, also sagen wir mal so bei 250 PS, bei 14 grenzwertig. Wir müssen mit dem Druck also hoch, damit wir bei Volllast nicht über den Duty Cycle gehen. Wir sehen das jetzt hier schon, große Differenz. Wir haben 3 Millisekunden Einspritzzeit, Benzineinspritzzeit und fast 3,6 Millisekunden Gaseinspritzzeit. Der wird jetzt, wenn ich den jetzt richtig einstellen würde, auch softwaremäßig, würde der bei Volllast einfach über den Duty Cycle gehen. Das hatte ich bei dem Selbstumrüsttechnik-Video Teil 1 erklärt. Das kann nicht über den Duty Cycle gehen. Ich habe das aber im Kopf. Das kommt schon fast hier mit den 150 hier im RC. Wir müssen mit dem Systemdruck hoch. Deswegen habe ich auch eben schon nachgedacht und habe hier diesen Gasdruck im Leerlauf schon auf 2,5 Bar eingestellt. Ich denke, da kommen wir mit hin. Die Verdampfer synchronisieren tun wir folgendermaßen. Ich übernehme mal die Kamera. Dominik fährt das Auto mal hoch. Wir stellen einen Verdampfer auf 2,5 Bar ein. Und dann ziehen wir den
den Stecker vom Magnetventil ab und dann stellen wir die anderen Verdampfer auch auf 2,5 Bar ein. Und dann sind die Verdampfer beide synchronisiert und arbeiten beide synchron. Und damit ist das dann gut. Die Einstellfahrten werden wir dann morgen machen. Also für uns ist das morgen, für euch im Video wird das schon komplett sein, es sei denn, das Video wird zu lang und ich mache einen Teil 4. Ja, ich glaube, ich mache Teil 4, dann wird das auch alles übersichtlicher. So. Dominik muss erstmal sein Werkzeug wieder suchen. Das sieht immer aus wie Sau hier. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. So sieht das immer aus, wenn man arbeitet. Ja, das wird dann nachher aufgeräumt. Micha ist da hinten noch im Gange. So. Genau. Entschuldigung für die Wackler. Jetzt gucken wir mal. So, welche Verdampfer hast du jetzt dran? Da wird doch beide dran. Ich muss erst mal hier mit wieder abmachen. Weil das haut eine Feder rein, dass die Magnetventil nicht stimmt. Genau. Ein Magnetventil zieht er ab. Nee, das haut er ja nicht rein. Du hast hier auf. Du hast ja ein. Aber wenn ich den richtigen hier rausziehe. Ach so, okay. Dann haut er eine Feder rein, weil nur die hintere nicht überwacht. Ja. Also er läuft die ganze Zeit im Gasbetrieb, ne? Man sieht das hier. Interessiert den Motor nicht. Das böse Gas, was so heiß verbrennt. So. So, was haben wir jetzt da drin? Jetzt haben wir 2,2. Jetzt gehst du verkehrt rum, geh mal richtig rum. Aber gleich mal richtig. Genau. So, gehen wir mal weiter. Was haben wir denn für eine Kühlwassertemperatur? Das ist auch noch wichtig. Oh, 50 Grad. Das ist eigentlich ein bisschen wenig, um eine Verdampfer einzustellen. Dann gehen wir mal jetzt erstmal so auf 2, 4, 5. Weil ich weiß aus Erfahrungswerten, umso wärmer der wird, umso weniger. Ah, das ist immer schon zu hoch. Warte mal, weiter runter, wieder runter, Dome. 2, 4, 8. Geh noch ein klein bisschen runter. Gut. Ach nee, verkehrt rum. Ich hab's falsch rum gedacht. Nein, geh mal auf 2,5. Ich hab's verkehrt rum gedacht. Umso wärmer der Verdampfer wird, umso weiter geht der Druck ja runter. Ich habe jetzt einen Denkfehler gehabt. So, okay. Jetzt haben wir so 2,50, 2,51, 2,52. Und jetzt nimmt er den Verdampfer wieder raus und steckt den anderen drauf. Der ist dann werksmäßig auch auf 2,2 eingestellt immer. Den machen wir jetzt auch auf 2,5. Dann haben wir auf beiden Verdampfern richtig schön Power. Also theoretisch hier ein Verdampfer schafft so 400 PS. Für 800 PS hätten wir fast so Leistung von den Verdampfern her. Wir haben auch nur 500 PS dranhängen. Okay, hinten vom Multiventil, das schafft er natürlich nicht. Also da müsste man dann zwei Tanks mit zwei Multiventilen. Wird der Druck wieder runtergehen? Genau. Jetzt wollen wir mal gucken, dass der Druck wieder runtergeht. Genau, jetzt geht er wieder runter, weil er jetzt auf dem einen Verdampfer läuft. Kann man mal, hier, jetzt kann man sich mal die Werkstoleranzen angucken. Ne? Die sollen eigentlich die Verdampfer beide werksmäßig bei 2,2 Bar stehen. Der eine war das auch. Und man sieht es, wir haben einfach umgestellt, das ist auf 2,1. Jawohl. So, genau. Dann gehen wir mal hoch. Ja, mit weiter. Weiter. Dort. Perfekt. Perfekt. So, jetzt stell bitte nochmal. Ah ja, nee, jetzt kannst du nochmal Kleindeutel höher gehen. Weil der schaltet die 2,4 an. Das hat der andere nämlich nicht gemacht. Kann aber auch sein, gut. So ist gut. Kann aber sein, weil die Kühlwassertemperatur. Naja, er hat hier noch eine Luftblase drin. Die Kühlwassertemperatur geht hier runter. Das ist nicht gut. Wir sind auch nur eben kurz tanken gefahren, bis die Luftblasen draußen sind. Das dauert noch ein bisschen. Wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Ist soweit in Ordnung. Machen wir wieder raus. So. Benzin. Oh ja, genau. Ja. Zwei Verdampfer wieder drauf. Und Gasbetrieb. Absolut perfekt. Soweit erstmal jetzt hiervon. Ich lade dieses Video jetzt erstmal hoch, damit ihr das erstmal grob in Betriebnahme gesehen habt. Den Rest, den gibt es morgen, die richtige Einstellfahrt, auch mit dem OBD-Tester und alles. Ne? Oma sagt mal tschüss. Ciao, bis morgen. Balko, du auch. So, einer arbeitet, vier gucken zu, ist klar. Ne? Macht's gut, Jungs. Vielen Dank fürs Video anschauen. Immer nicht vergessen zu liken und auch immer schön Kanal abonnieren.
Ne? Balko, tschüss.